Okay, es tut mir leid. Ich weiß, dass es absolut offensichtlich war, dass ich LOL sowieso niemals für immer quitten werde. Und es war auch klar, dass ich irgendwann mal wieder für das Spiel brennen werde. Mich öffentlich von LOL loszusagen und meinen Kanal dementsprechend vollkommen an die Wand zu fahren, war dementsprechend vielleicht überstürzt, wenn man das so nennen will. Vor allem deswegen, weil ich diesen Übergang zu einem, in Anführungszeichen, neuen Kanal so verdammt hart verkackt habe, dass... Naja, muss ich dazu noch irgendwas sagen? Ja, es ist schon irgendwie sehr hart peinlich, aber hey, eine 180-Grad-Wende kann auch was für sich haben und da ich lange keine LOL-Videos mehr gemacht habe, habe ich auch sehr viel über das Spiel zu erzählen, denn irgendwie brenne ich wieder für das Spiel, denke ich. Anfangen würde ich wahrscheinlich mit einem Video zu einem Champion, den ich in letzter Zeit, sagen wir gerne, spiele. Und danach könnte ich noch ein Was macht eigentlich Katharina machen, denn wenn ich mich recht entsinne, habt ihr den Champion das letzte Mal gewählt und ja, könnte bestimmt lustig sein. Aber ihr braucht keine Angst haben, also die 5 Leute, die es interessiert. Ich werde auch weiterhin Yu-Gi-Oh! Und Pokémon Sachen auf YouTube machen und auch andere Dinge, die ich sowieso schon geplant hatte. Nur werde ich halt mehr LOL-Zeug dazwischen machen, denn ich mag die Formate, die Formatideen, die ich dort kreiert habe. Aber wenn ich aktuell ehrlich bin, ich möchte gerade primär wieder über League of Legends reden, weil... Ich glaube, das Spiel wird mich nie mehr wirklich loslassen. Ich hoffe, ihr versteht das. Vielleicht freut sich der eine oder andere darüber. Und ich hoffe auch, dass sich zumindest ein paar Leute einfinden werden, wenn ich am Sonntag über Bellwerf rede. Ja. Ja, jedenfalls bis dann, meine lieben Kinder. Das war ein Video.